Schönen guten Morgen, Berlin. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Wie hast du denn geschlafen? Waren vor 3 Tagen. Echt? Und selber? Ja, vor ein paar Stunden noch. Und was machen die beiden Frauen? Ja, siehst du doch. Die eine stützt sich. Gut, die Frauen. Die Frauen sind aus Berlin. Das ist ein mobiles Team. Die streifen ab heute durch Berlin mit einem Bildtelefon und einem tragbaren Computer. Und wer in Berlin ihnen halt zufällig über den Weg läuft, der kann sich so dann in die Piazzetta einloggen. Oh, und ich sehe auch, der Chat funktioniert. Und jetzt zurück wieder auf. Hi, guten Morgen. Yellow? Fellow? Hallo? Hallo, ja, wir ja, sind hallo da. Berlin. Ja, hier ist auch Berlin. Und wir sind jetzt die passende Stimme zu den passenden Bildern. Rechts ist Angela. Sie ist Cinti. Und links Juliette aus Frankreich. Und wir sind die Ausländerinnen. Wir fahren heute Nacht und nächsten Samstag durch Berlin und interviewen verschiedene Geil. Leute. Also Frauen hauptsächlich. Ja, ist da nichts. Ja, arbeiten mit Frauen oder Frauen, die in Kneipen sind. Und jetzt hey, möchte ich nochmal vorstellen, Miriam. Miriam, kannst du gucken? Hey Angela, wie geht's dir? Geht das jetzt? Ey, frag gut, jemand, ja? Was ist Angela? Hey, wer ist Angela? Also Angela, sag mal hallo. Hi. Hey, hier ist Thorsten. Hi, Angela. Hey. Ja? Was? Ich habe ja gesagt. Also gut, also wir machen Interviews mit den Frauen in der Stadt und wir sind 8 Ausländerinnen. Wir kommen Woher? Aus Schweden, Kroatien. Österreich, Niederlande, Ungarn, Frankreich, Japan und so herumziehende Beduinenvölker. Ach ja. Ich selber bin aus dem Libanon, Beirut. Hallo? Saura Hamburg. Was hat euch eigentlich so auf den Gedanken gebracht, so ein paar Interviews zu machen? Können wir jetzt Miriam zeigen? Ja, meine Hallo. Ding, ne? Wo ist Miriam? Ja, genau. Also wir machen Mobiltests fürs nächste Wochenende. Wir haben schon einige Interviews gemacht mit Frauen in Kneipen, die arbeiten oder ausgehen. Eine Frage mal, wofür macht ihr die Interviews? Also für eine Zeitung oder so? Nee, die machen wir für euch. Just damit for ihr das da seht und hört. Ach, die da auf dem Bildtelefon? Wie bitte? Auf dem Bildtelefon die? Ja, wir versuchen auf dem Bildtelefon, aber wir nehmen auch Atmosphären in Kneipen auf und fragen, was die Frauen da so machen. Und wann läuft das? Das läuft heute und am nächsten Samstag. Wo denn? Welche Uhr? Wann ist das nächsten Samstag? Hoffen wir die ganze Nacht. In Berlin? Habe ich was Falsches gesagt? Nee, ich frage nur wo. In Berlin? Ja, in Berlin. Und heute und seid ihr nicht unterwegs? Mit dem Bildtelefon durch? Seid ihr heute auch unterwegs? Da hört da jemand zu. Warum kommen wir leider mit dem Bildtelefon nicht durch? Wo seid ihr denn gerade? Wir sind in Schöneberg bei Dana. Ah, bei Schöneberg. Ist jetzt nur noch Berlin dran? Ah, hier ist Remscheid! Hier ist Hamburg. Nur mal sagen, wir würden gerne nochmal um die anderen Ausländerinnen zeigen. Also ich bin gerne. Könnt ihr denn Bilder schicken? Also, ja, aber wir kommen leider mit dem Bildtelefon. Hey, ihr redet alle über Städte so, Berlin. Ja, dann müsst ihr nochmal anwählen. Aber ich sag nur, das Lüttringhausen, die machen wir dann nicht. Kommt doch mal rüber, Lüttringhausen. Wir wählen an, aber wir kommen leider nicht durch. Ja, dann müsst ihr nochmal anwählen.
Wen? Angela? Das versuche ich auch schon die ganze Zeit. Gut. Das machen wir die ganze Zeit. Oh, die Finger sind schon wund. Oh, das ist aber traurig. Du bist aber drin, das ist nicht gut. Ja. Wo mit wem spreche ich da gerade? Hamburg. Hamburg? Ja, gut. Du bist ein HSV-Fan? Nee. St. Pauli? Auch nicht. 1860? Was ist das? Also es war frei, aber bei der Nummer meldet sich keiner. Kein Fußball. Finde ich gut. Ich gehe eher surfen. Bei euch meldet sich keiner. Wer ist denn jetzt alles in der Leitung? Melde sich mal wer. Ja, Hamburg. Und wer noch? Hallo Hamburg. Hey, da ist noch wer. Klar, und es sind noch eine ganze Menge Leute mit Modems da. Ja, aber die kann man nicht so hören, ne? Ja, aber die sprechen trotzdem. Das ist ja gar nicht. Mein Name ist Günther. Das hat man gehört. Hey, jetzt wollte ich mal sprechen. Ja, dann sprich mal. Ja, hallo, ne? Was würdest du tun, wenn du 1 Million Mark hättest? Ausgeben. Ja, für was? Ich würde jetzt die Schule schmeißen. Jetzt sind die Leitungen wieder frei. Darf ich meine Bildtelefon. Würde ich die Schule schmeißen, gehst du zur Schule. Bildtelefon, ja. Jetzt sind die Meinst Leitungen Meinst du, dass die Millionen für den Rest deines Lebens reichen würden? Ja, kommt drauf an, was ich damit mache. Ja, das, was machst du damit? Christian, ich würde sie erstmal geteilt die waren nicht, die waren die ganze Zeit. Also dann würde ich mal so gucken, ob ich nicht irgendwie noch irgendwas Eigenes aufbauen könnte. Also ganz auf Sicherheit. Ja. Wofür würdest du es jetzt auf einmal aufgeben, wenn du wenigstens ein bisschen davon was ausgibst? Also jetzt die 1 Million auf einmal aufgeben. Wofür? Das ist schwierig. Ja, genau. Eine Segeljacht würde ich mir kaufen. Segeljacht würdest du kaufen? Also ich würde mir einen Moment jetzt mal. Ich würde mir einen teuren Sportwagen kaufen, ein Haus, eine Villa. Da musst du aber nicht, musst ein paar Millionen mehr haben. Ah, jetzt kommt der Zuko. Also Japan kommt mit leichter Verspätung, das ist jetzt Hallo, Japan. Hallo, schön Japan, hier ist Hi Japan. Und sie ist auch mit uns unterwegs. Welcome aboard. Hey, ist die Japanerin in der Leitung? Oh ja, hallo. Anjin-san. Und das ist Miriam. Miriam ist aus Schweden. Hey, das ist Miriam. Miriam. Hi, Miriam. Miriam aus Schweden. Und jetzt wollen wir Maria zeigen. Maria, wo? Welcome, Maria Kohn. Wer von euch hört hier zu? Ich. Nee, ich muss. Hey, du? Wer hat jetzt die neue? Also die Person, die jetzt zu sehen ist, ist Maria. Maria, hallo, Maria. Kommt aus Österreich, Wien. Was ist die Hand, mir Frau? Hey, was heißt die eigentlich von Rostock? Was für ein Stock? Rostock ist doch geil, wie die Rechten da die scheiß Ausländer wegpusten, ey, aus der nach Hause. Und hey, die nächste Person hier, ist Dana also, aus Ungarn. Kommt, dann kommt einfach mal vorbei, ne? Also ihr verfluchten Ausländer. Und jetzt Belgien. Belgien. Wer ist da aus Belgien? Sabina. Sabina ist aus Belgien. Buongiorno, Belgien. Und jetzt komme ich selbst. Das hier ist Claudia aus dem Libanon. Obwohl, Libanon war als erst, gar nicht. Ist mit dem ersten Lebensjahr zum letzten Mal da. Das hat sie mir heute verraten. Unsere Moderatorin, wie gemerkt, wohlgemerkt. Aha. Servus. Ja, wir wollen jetzt nochmal alle zusammen zu sehen sein. Oh ja. Hast du alle darauf? Ja, und unser Fahrer, wollte ich noch sagen, ist aus Deutschland und er heißt Max. Ein typischer deutscher Name. Max nix. Bin ich jetzt hier ganz alleine? Außer der Zelle, oder? Also das Bild von uns sieht ziemlich gut aus, wie ein Gruppenfoto. Nein, du bist nicht also, ganz als alleine, wenn wir, wir sind auf einer auch Bank da. Oder sowas wären. Was war das eigentlich eben mit Rostock? Ich versuche noch ein neues Bild reinzubringen. Ah ja. Da. Ja, das ist klasse. Okay, man kann irgendwie. Hi, Fellow. Will noch jemand von euch was sagen? Sag mal. Ich grüße hier mit Salvatore. Ich hoffe, ich
Treffen nächste Woche bei Christoph in der Wohnung, damit ich diese Kassetten überspielen kann. Hello, fellow. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und Mike, grüße dich auch. Hello, Port No Name. Wollen wir noch ein Gruppenfoto zeigen? Will jemand noch ein Gruppenfoto? Ja klar, hau rein. Also wir waren heute Nacht schon unterwegs und haben ein paar Leute interviewt. Das funktioniert sehr gut. Leider hatten wir da das Bildtelefon noch nicht, aber das wird dann noch kommen. Wollt ihr irgendwas wissen? Was macht ihr gleich? Ja, wir machen gleich noch weiter Interviews. Eben waren wir hier in Schöneberg, sind so die Straßen lang gegangen. Und dann Hallo. Versuchen wir noch Hallo. Oranienburger Straße. Und was uns so einfällt. Wir hatten auch eine Zeitungsfrau dabei, aber die hat leider andere Sorgen. Das und ist jetzt nochmal Maria, hin? Die Österreicherin. Und sie ist so süß wie Hallo. Sachertorte. Ach so, wie Mozartkugeln. Hallo. Wir versuchen also heute Nacht noch Bilder zu schicken. Ja, von hallo Interview. Wolfer. Halleluja. Das ist Sabina nach einem Interview. Sie ist also äußerst engagiert und interessiert und stellt verschiedene Fragen über pathologische Arbeitstechniken. Wie zum Beispiel behandelt man ein Mordopfer, das stranguliert wurde? Ah ja, und wir haben auch eine kleine Schleichwerbung dabei, das ist Coca-Cola. Also bisher haben wir nur Aufnahmen mit Kassetten gebracht. Will dann keiner was Internationales wissen? Hallo. Hier würde mich interessieren, ob das Ihr Hobby ist, Pathologie, oder ob Sie das so macht. Ah ja, Maria in ihrer Boxkampfstellung. Es lebe Muhammad Ali. Sonst noch wer in der Leitung?